Ganz besonders stolz sind wir auf den Roboterarm, der es hier ermöglicht, in 5 Achsen jede Modellsituation in allen Winkeln vollständig zu erfassen. Wir erreichen unter anderem deswegen auch eine sehr, sehr hohe Präzision des Scans, weil wir mit sehr wenigen Aufnahmen die gesamte Modellsituation erfassen können und dadurch gewährleisten, dass wir bei diesem Scanner auch mit Implantatrestaurationen rechnen können. So, eben haben wir gerade gesehen, wie mit dem Ineos X5 der Modell eingescannt wird. Wir haben es jetzt bereits konstruiert, die viergliedrige Brücke, die wir hier sehen. Einmal mit einem vollanatomischen Element und voll reduzierten Elementen. Hier kann ich individuell mir die Brücke gestalten. Zusätzlich neu in der Software ist unser virtueller Artikulator, über den ich mit dem okklusalen Kompass sehr schnell sehen kann, aus welcher Bewegungsrichtung die dynamischen Kontaktpunkte kommen, die ich dann individuell mit unseren Werkzeugen auch korrigieren kann. Über den okklusalen Kompass, wie gesagt, sehen wir, aus welcher Bewegungsrichtung der dynamische Kontakt kommt. Und nun kann ich mit den Werkzeugen ganz individuell entscheiden, möchte ich diesen Kontaktpunkt wegnehmen oder möchte ich ihn belassen. Über unser Werkzeugrad habe ich direkt Zugriff auf ganz viele unserer Werkzeuge und kann sofort zugreifen und mir das richtige Werkzeug herausholen. So, ein weiteres Highlight der neuen 4.2-Software ist das sogenannte Smile-Design, bei dem wir in der Lage sind, aus einem 2D-Bild eine dreidimensionale Rekonstruktion eines Patientengesichtes zu rechnen, das wir dann in der Software überlagern können mit unserer Konstruktion und so direkt sehr schnell entscheiden können, ob die Restauration auch wunderbar in den Patienten passt oder zum Patienten passt. Und als besonderes Highlight, dieses Gesicht ist dreidimensional, das heißt, ich kann mir es aus allen Richtungen anschauen und beurteilen. Wir werden einen neuen Herstellungsprozess auch einführen, das Fräsen für Zirkonoxid und für Kunststoffe und damit auch das sogenannte Nesting, bei dem wir nun die Möglichkeit haben, die Restauration frei im Block zu positionieren und somit deutlich mehr Flexibilität für die Herstellung von Restaurationen bekommen werden.